Hallo, hier ist der Phil. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, Assassin's Creed unterstützt jetzt Apex Turbulence. Das ist ein Modul der Physics-Bibliothek und die Effekte werden von der GPU berechnet. Im Fall, dass man eine Nvidia-Grafikkarte im Rechner hat natürlich. Wir spielen hier auf einer kräftig übertakteten GTX 780 Ti von Genward. Die läuft mit über 1200 MHz. Bekommt aber trotzdem ganz gut zu tun gleich. Hier sieht man von dem Physics übrigens noch nicht sehr viel. Aber hier, beziehungsweise jetzt natürlich immer noch nicht, weil das Physics noch ausgeschaltet ist. Aber hier an den Schornsteinen, wo der Qualm heraussteigt, das ist eine Stelle, an der die neuen Effekte eingesetzt werden. Ich hüpfe hier ein paar Mal durch, damit man sieht, dass der Rauch nicht wirklich auf die Charakterfigur reagiert. Also es verwirbelt nicht oder sowas. Hier stimmen auch noch unsere Frameraten. So, das ist das Ganze jetzt mit GPU versetzt. Das ist auf der höchsten Stufe. Und wir verlieren durch den Effekt fast 50% Leistung. Das ist ganz anständig. Also die 780 Ti, die ungefähr 20% schneller ist als eine normale GTX 780 Ti, schafft hier gerade mal 33 Frames im Schnitt. Ohne Kantenglättung wohlgemerkt. Der Rauch sieht aber auch wirklich sehr gut aus und reagiert halt auf wirklich die kleinsten äußerlichen Einflüsse. Also wenn man mit der Figur durchläuft, wenn man mit einer Pistole eine Kugel durchschießt, all das sieht man. Wir probieren das Ganze mal mit einer Rauchbombe. Beziehungsweise ich werfe gleich mal mehrere und hier stürzt dann die Framerate auch wirklich mal kurz auf 10 FPS oder sowas ab. Also es ist sehr anspruchsvoll, der Effekt. Der Effekt lässt sich übrigens auch nicht auf der CPU darstellen. Sobald man GPU Physics ausstellt, verschwindet die Option im Menü. Hier sieht man jetzt nochmal ohne Physics eine etwas schmächtige Rauchsäule, die außerdem nicht auf Außeneinflüsse reagiert. Mit GPU Physics sieht das dann doch schon ein bisschen dichter aus. Auch ganz schön, die Partikel werfen auch Schatten. Das ist wahrscheinlich ein Grund, warum die so leistungshungrig sind. Wir haben das Ganze auch mal mit einer Zusatzkarte ausprobiert und dann läuft es doch schon deutlich schneller. Weiteres dazu findet ihr im Artikel. Das wär's von mir. Ciao, ciao, bis demnächst.